Wir sind in die Halle reingekommen, vor einem Festjahr schiessen. Wir sind im Moment im Aufbau. Wirklich in der Halle dran sind wir seit anderthalb Wochen. Wir haben unglaublich viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in den letzten 8-9 Monaten geschaut haben, dass die Messe wirklich qualitativ, inhaltlich und vor allem auch in der Haptik, also spüren, schmücken, etwas sehen, etwas fühlen, unglaublich ein grossartiges Event wird. Ich lerne viel über Natur. Ich erfahre, was ist Biodiversität, was ist ökologische Infrastruktur. Ich sehe schweizweit die grösste Jagdhundeshow, die es überhaupt gibt, mit über 60 Rassenhunden. Es ist eine Herausforderung, auch mal zu schiessen, mal die Körperkontrolle. Ich sehe im grössten Becken in der Schweiz, wie man Fliegen fischen kann, Präsentationen, wie man einen Flieger bünden kann. Also, das ist allein einen Tag lang wert, um hier den Event zu besuchen. Ich freue mich sehr auf die Organisation Free the Bees, zusammen mit BirdLife, die die Honigbienen einfach mal in einem anderen Licht zeigen und uns vielleicht auch ein bisschen Bewusstsein geben, wie wichtig das so kleine Tiere sind. Grosse Tiere haben wir genug da. Wir haben hier eine Naturlandschaft, die wir präsentieren. Da haben wir rund 70 Präparate, die wir ausgestellt haben. Und dann können die Schulklassen, wie auch andere Besucher, können die anschauen und anhand von Listen sicher herausfinden, was es ist und wo die Tiere auch leben bei uns. Ja, wir sind zeitlich, glaube ich, super drin. Wir haben eine gute Stimmung im ganzen Team. Aber wir freuen uns zusammen, dass es am Donnerstagmorgen losgeht und ganz viele Jäger, Fischer, Naturfreunde, Familien, Frauen hierher kommen, wo wir einfach die Natur näher bringen können. Und darum ist auch unser Slogan: Natur ruft dich. Also komm und hab Spass und lerne etwas über Natur. Donnerstagmorgen um 9 Uhr sind wir nachher.